ein Pouch einer bekannten Pouch-Reihe von einer sehr bekannten Marke, und zwar der Tasmanian Tiger Tech Pouch, die Nummer 5. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du bei diesem kleinen Video eingeschaltet hast. Genau darum soll es heute gehen, um den Tasmanian Tiger Tech Pouch Nummer 5. Nummer 5 steht hier nicht für eine bestimmte Abmessung, sondern für eine Kategorierung in eine Reihe. Es gibt den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und wahrscheinlich auch mehr, ne? Aber zum Beispiel der 7 ist so ein kleiner länglicher Pouch etc. etc. Also haben sie sich sehr viele Gedanken gemacht, welche verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten man denn dafür haben könnte und auch verschiedene Pouches entworfen. Heute stelle ich euch die Nummer 5 vor. Andere und den findest du natürlich als Ausrüstungslinks unten in der Videobeschreibung. Den habe ich mehrere Jahre jetzt im Einsatz. Am Anfang war es mein EDC-Pouch. Ist dafür meiner Meinung nach ein bisschen zu groß mittlerweile. Jetzt ist es mein Pouch am Rucksack dran, um zum Beispiel verschiedenste Kochutensilien unterzubringen und so weiter und so fort. Bevor ich euch meine Meinung und das Fazit nahe bringe, natürlich vor wie immer die harten Fakten. Wir haben 20 cm in der Höhe, 15 cm Breite und mögliche 5 cm in der Bepackungstiefe. Vielleicht steht dafür die Nummer 5, das habe ich noch nicht genau rausgefunden. Wer da mehr weiß, gerne in die Kommentare damit. Die Verarbeitung ist absolut tadellos, wie für immer beim Tasmanian Tiger. Gleichzeitig geht damit aber auch eine gewisse Schwere von diesen Produkten einher, die ja besonders bei Armeeliebhabern besonders beliebt sind. Hier wurden auch 700er Cordura benutzt. Wir bewegen uns hier in einem Preisbereich von ungefähr 25 Euro. Für die Wertigkeit ist das absolut in Ordnung und beim Gesamtgewicht von, ich glaube, knapp 180 Gramm, wenn ich mich da irre, habe ich das hier unten korrigiert. Was für Funktionen hat das Ding denn? Ja, das ist ganz schön viel. Also wie immer Befestigungsmöglichkeiten noch und nöcher. Wir haben hier vorne eine Klettfläche zum Beispiel für einen länglichen Patch. Dann haben wir hier vorne ein kleines Molle-System. Ne? Hier habe ich zum Beispiel einen kleinen Karabiner reingehängt. Ja, kann man machen mit was man will natürlich. Und hier vorne haben wir das erste aufgesetzte Fach. Ne? Funktioniert zum Beispiel gut für flache Sachen, die ja im Medizinbereich zum Beispiel liegen. Hier ist gerade ein kleines Desinfektionstüchlein mit dabei. Hier sind noch ein paar Pflaster und so weiter und so fort. Da kann man auch sehr gut seinen Geldbeutel, Dokumente reintun. Reisepass passt da von der Größe her sehr gut rein. Ein paar Kreditkarten, ne? Alles, was so in dem Bereich fällt. Aber dadurch, dass die Tasche auch schon noch mal 2 cm tief gemacht werden kann, gestretcht werden kann, auch schon noch mal ein bisschen was Dickeres, vielleicht eine Stabtaschenlampe und so weiter und so fort. Dann befindet sich hier vorne drauf das Logo von Tasmanian Tiger, und zwar ein tasmanischer Tiger. Hinten drauf haben wir wieder etliche Befestigungsmöglichkeiten. Die am meisten genutzten sind natürlich diese beiden hier, Laschen, die man gut zum Beispiel auch an einen Gürtel ranmachen kann. Dann klipst man die hier unten einfach fest und dann hält das ganz gut. Trotzdem gibt es hier hinten natürlich auch noch mal ein Molle-System, mit dem man auch es dauerhaft gut befestigen kann, zum Beispiel einen Rucksack. Obendrauf hinten befindet sich dann hier nochmal ein kleines Fach, und zwar mit einer integrierten Regenhülle. Ja, wir können tatsächlich das Ding komplett nochmal extra vor Wasser schützen. Ob man das braucht, ist die Frage, aber ich finde es geil, wenn sowas dabei ist, vor allen Dingen, wenn das da nochmal befestigt ist. Kommen wir zum Hauptfach. Das ist beidwegig, also Reißverschluss, der relativ tief runtergeht. Ne? Man kann das Ding hier richtig gut aufmachen. Und dann kommt man hier an das Hauptfach. Wir haben hier eine Netztasche auf der Seite, wo man halt zum Beispiel wieder was Kleines wie Medizin reintun kann, aber natürlich auch gut Dokumente oder etwas, was vielleicht ein bisschen ausdünsten muss, weil das ja ein Meshgewebe ist, kommt da das Wasser besser durch. Und dann haben wir hier Gummiband, wo man Dinge reinstecken kann. Sehr gut für eine große Taschenlampe. Hier habe ich jetzt gerade eine Gabel drin, eine Mullbinde ist da unten noch mit dabei und so weiter und so fort. Und hier auch nochmal ein kleiner D-Ring, zum Beispiel für deine Schlüssel oder was auch immer du gerne an deinen Karabiner ranmachst, um den da reinzuhängen. Unten haben wir dann auch nochmal ein kleines Loch. Das heißt, selbst wenn hier mal Wasser reinkommt oder etwas ähnliches, dann kann das gut abfließen. So kann man natürlich auch seinen Pouch besser reinigen, wenn das Wasser wieder abfließt. Tja, und das waren auch schon die ganzen harten Fakten zu dem Ding. Wie ist jetzt meine persönliche Meinung, vor allem jetzt nach mehreren Jahren? Über die Verarbeitungsqualität ist
jeder Zweifel erhaben. Das muss man einfach sagen. Bei Tasmanian Tiger hat man wirklich etwas Robustes, was sehr, sehr lange halten wird. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass 25 Euro für im Prinzip ja hauptsächlich Plastikgewebe, weil das ist es ja im Endeffekt, natürlich eine Menge Geld ist. Aber es ist so wertig verarbeitet, dass das absolut in Ordnung geht, meiner Meinung nach. Negativpunkt ist wirklich das Gewicht, das nun mal dadurch entsteht. Aber ja, also Resistenz gegenüber Einflüsse bzw. Zerstörung, die muss nun mal mit auch ein bisschen Gewicht erkauft werden. Da kann man schwer was gegen machen, das ist einfach so. Ansonsten für den Gürtel ist mir das Ding mittlerweile zu groß geworden. Deshalb, wie gesagt, mache ich es außen an den Rucksack dran oder in einer ähnlichen Situation. Es gibt natürlich, wie gesagt, das ist ja eine Reihe, auch noch kleinere Dinger davon. Das heißt, ich glaube, dass die Nummer 7, die ein bisschen mehr wie eine kleinere Bauchtasche ist, die kriegt man schon für nur 15 Euro. Und das, würde ich sagen, ist dann wahrscheinlich die bessere Wahl für jemanden, der etwas an Gürtel haben möchte. Während das hier halt wirklich ein richtiges, hochwertiges Kochset eigentlich ja schon reinpasst. Weil wenn man einen Falthobo zum Beispiel hat oder einen Speed-Kocher, ich glaube auch, ich werde hier demnächst, weil ich fange gerade an, Gas auszuprobieren, weil ich kriege hier eine ganze kleine Gaskartusche schon rein, dass ich das dazu umrüsten werde und mein anderes Kochset für was anderes benutzen werde. Beziehungsweise meine andere Molletasche, die ich von Taschef habe, dann für etwas anderes benutzen werde, was eher hochkant ist als breitkant, wie dieses hier zum Beispiel. Aber alles in allem bin ich zufrieden. Vor allen Dingen über die Jahre kann man absolut nichts falsch machen. Ne? Wie gesagt, bisschen schwer, aber wen das nicht stört, der ist damit gut bedient. Ich hoffe, das Video über den Tasmanian Tiger Tech Pouch Nummer 5 hat dir gefallen und du konntest auch ein bisschen was dabei mitnehmen. Schreib mir gerne deine Meinung zu diesem Produkt unten in die Kommentare oder vielleicht hast du ja von der Reihe auch noch die anderen, zum Beispiel die Nummer 7, über die wir gesprochen haben in diesem Video. Da würden mich einfach ein paar Meinungen sehr interessieren. Gerne damit unten in die Kommentare. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos über Ausrüstung, wie immer. Hier unten auf dem Button kannst du mich abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Und unten in der Videobeschreibung alle Informationen, die du brauchst. Und wenn nicht, dann frag mich in den Kommentaren, dann kann ich darauf antworten. Und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss. Und ich habe immer dieselbe. Ach, tschüss.